Am Samstag, den 10.8. um 10:30 Uhr organisierten Pflegende unter der Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz einen Flashmob. Dem Pflegepersonal in Deutschland geht die Arbeit sicher nicht aus. Der Einsparungsdruck führt offenbar zur Vernachlässigung der Krankenpflege. Häufig gibt es zu wenig und oft ausgepowertes, ausgebranntes Pflegepersonal. Am Ende leiden vor allem die Patienten. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sieht die Patientensicherheit und Versorgungsqualität auf Intensivstationen in deutschen Kliniken gefährdet. Zu wenig Zeit und Geld für die Pflege. Ein kaputtes System. Wir sind alle erschöpft. Mehr Personal in den Krankenhäusern. Das Gesundheitssystem geht vor die Hunde. Mehr Personal fürs Krankenhaus. Damit die selber krank werden. Genau, damit wir selber nicht krank werden. Genau. Wir sind erschöpft, wir sind überlastet. Wir brauchen mehr Personal im Krankenhaus. Pflegekräfte sind überarbeitet und im Stress. Durch den Personalmangel müssen sie doppelt und dreifach arbeiten. Pflegekräfte leiden unter Neurosen und Depressionen. Und auch das Suchtverhalten nimmt zu. Es ist besser für alle. Gesundheit statt Profit. Gesundheit statt Profit wollen wir hoffen, dass die Politik auf dem gesunden Auge nicht blind wird.